immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz am Mittwoch. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Starten wollen wir mit einem verheerenden Unfall auf der A4 bei Uist am Taucher. Jedoch wurde der angeforderte Gefahrgutzug aus dem Landkreis Bautzen wegen des schnellen, umsichtigen Eingreifens von Fahrer und Feuerwehr nicht benötigt. Am Samstagvormittag hatte ein tschechischer Lkw-Fahrer Glück im Unglück. Der mit Akkus beladene Sattelzug war auf der A4 zwischen Uhüst am Taucher und Salzenforst unterwegs, als ein Rad seines Trucks Feuer fing. Der Fahrer lenkte umgehend auf den Standstreifen und versuchte mit Feuerlöscher und Wasserkanister Schlimmeres zu verhindern. Jedoch breitete sich der Brand zu schnell aus. Kameraden der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand und kontrollierten Glutnester mittels Wärmebildkamera. Der Trucker erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. In Großröhrsdorf werden Baumpaten gesucht. In der Bandweberstraße wurden unlängst rund 10 Mehlbeeren gepflanzt. Mehrere engagierte Einwohner hatten sich für die Aktion zusammengetan, um die grüne Lunge von Großröhrsdorf aufzuforsten. Weitere derartige Pflanzaktionen sind geplant. So soll unter anderem der neu zu gestaltende Spielplatz an der Walter Rathenau-Straße eine ansprechende Begrünung als Sicht- und Sonnenschutz erhalten. Wer dabei eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an die Stadtverwaltung Großröhrsdorf wenden. Die Sicherungsarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Nebelschütz bei Kamenz sind abgeschlossen. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen hatte im Dezember 2021 mit der Schlitzung des Dammes begonnen. Dies war nötig, um die Hochwassersicherheit des Beckens wiederherzustellen und damit die Gefahr eines Dammbruches für die Orte Nebelschütz und Deutsch-Baselitz abzuwenden. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde der Damm im Bereich des Grundablasses an der Stelle des ursprünglichen Gewässerverlaufes der Jauer geöffnet. Dabei erhielt der Damm je eine seitliche Böschung, die mit Steinen befestigt und begrünt wurde. Die Arbeiten kosteten rund 280.000 Euro und wurden aus Bundesmitteln finanziert. Die Stadt Kamenz erklärt gegenüber dem Landkreis Bautzen die Bereitschaft, die Trägerschaft über die Badanlage an der Macherstraße zu übernehmen. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Vertragsentwurf zugestimmt. Der Hintergrund besteht darin, dass der Landkreis keine Strukturwandelfördermittel beantragen kann. Das derzeitige Hallenbad soll um ein Schwimmbecken im Außenbereich erweitert werden. Die Förderung für das 30-Millionen-Euro-Projekt liegt bei 90% und der Antrag wurde bereits positiv beschieden. Der Landkreis Bautzen hat sich bereit erklärt, die Stadt Kamenz beim Unterhalt des Bades zu unterstützen. Die Planungen werden am 27. April auf einer Bürgerversammlung vorgestellt. Der Landkreis Bautzen und die Passat Grundstücksgesellschaft haben den Kaufvertrag für einen Teil des früheren Eschebach-Areals in Radeberg unterzeichnet. Damit machen beide Seiten den Weg für die Errichtung einer Außenstelle des Humboldt-Gymnasiums frei. Diese ist dringend erforderlich, da die Bildungseinrichtung sprichwörtlich aus allen Nähten platzt. Um dem Platzmangel zu begegnen, wurde bereits die frühere Außenterrasse bebaut. Das Eschebach-Areal gilt aufgrund seiner Bahnhofsnähe als optimal für die Erschließung durch den Nahverkehr. Allerdings birgt die Industriebrache der früheren Küchenfabrik umfangreiche Altlasten, wie auch ein Gutachten bestätigt. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich auf etwa 23 Millionen Euro. In Pulsnitz ist die Lausitzwelle nun mit ihrem tagesaktuellen Fernsehprogramm im Kabelnetz vertreten. Wie der ortsansässige Netzbetreiber SKK Kunert und Thieme mitgeteilt haben, kann das lokale Informationsprogramm seit einigen Tagen in der Pulsnitzer Altstadt empfangen werden.
Wer keinen automatischen Sendesuchlauf bei seinem TV-Gerät starten möchte, kann manuell auf der Frequenz 169 MHz das Lausitzwelle Fernsehprogramm einspeichern und sich die Nachrichten sowie Berichte und Informationen aus der Region in die Wohnstube holen. Alternativ ist das TV-Programm auch über das Internet auf lausitzwelle.de via Livestream zu sehen. Aus 3 mach 4. Die Wohnblock Silberspitze 8 bis 16 in Großförsdorf hat ein zusätzliches Dachgeschoss erhalten. Die Wohnungsgenossenschaft Radeberg als Vermieterin hat bereits mit der Vermarktung der neu entstandenen Wohnungen begonnen. Die Bauarbeiten an dem Block sind allerdings noch nicht abgeschlossen, denn es sollen noch Balkone angebaut werden. Darüber hinaus sind Vorhäuser und 2 Aufzüge geplant. Die Stadt Großröhrsdorf kann sich seit mehreren Jahren durch immer neue Unternehmensansiedlungen über einen erheblichen Bevölkerungszuwachs freuen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholfahrt in Kamenz beendet werden. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz unterzog einen 40-Jährigen an seinem Geburtstag im Herrental einer Kontrolle und stellte dabei Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Fahrer muss sich zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht verantworten. Am 1. Mai startet der Kartenvorverkauf für den Lausitzer Musiksommer, teilt die Stadt Bautzen mit. In und um Bautzen finden vom 12. bis 28. August 12 musikalische Veranstaltungen statt. Karten erhalten Sie beispielsweise im DDV-Lokal in Bautzen oder in den Veranstaltungsorten selbst, zum Beispiel in Zittau, Neschwitz, Krostau, Schürgiswalde oder Großschweidnitz. Das vollständige Konzertprogramm finden Sie auf der Website des Lausitzer Musiksommers unter lausitzer-musiksommer.de. Die LIDA-Region Westlausitz überarbeitet derzeit ihr Wanderwegenetz. Wie der Großröhrsdorfer Bürgermeister Stefan Schneider mitteilt, müssen alle in seiner Stadt 400 Beschilderungen neu angebracht werden. Das neue Wanderwegenetz soll die bereits bestehenden thematischen Radrohren ergänzen und vorhandene Lücken schließen. Der Westlausitz-Rundweg als neuer Hauptwanderweg verbindet unter anderem Luxemburg, Massenei, Pulsnitz, Barockschloss Ramenau und Bischofswerda miteinander. Mit in den Wanderrouten eingebunden sind auch die Bahnhöfe der Region sowie vorhandene Wanderparkplätze. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Bald ist es wieder soweit. Der Mai steht in den Startlöchern und der Botanische Blindengarten in Radeberg öffnet wieder seine Türen für die interessierten Besucher. Er ist in Deutschland einmalig und beeindruckt vor allen Dingen durch seinen einmaligen Duft. Rund 1300 Pflanzenarten gedeihen im Gelände, darunter rund 700 Duftpflanzenarten. Wir waren für Sie zu Besuch und haben uns begeistern lassen. Im Süden von Radeberg, am Rande eines Gewerbegebietes, erhebt sich hinter einem hohen Zaun eine Villa. Um sie herum erstreckt sich ein Garten, wie es ihn deutschlandweit kein zweites Mal gibt. Sein Hauptnutzer sind Menschen, die weder hören noch sehen können. Der Botanische Blindengarten geht auf die Idee einer ganz besonderen Frau zurück, wie die Geschäftsführerin des Taubblindendienstes Radeberg, Ulrike Forestier, zu berichten weiß. Sie stammt ursprünglich aus Mölchow auf der Insel Usedom und ihr Name ist Ruth Zacharias.
Ruth Zacharias war bis zuletzt in Betreuung des Taubblindendienstes. Sie erlebte in ihrer langen Laufbahn immer wieder, wie Menschen mit nur 20% Sinneswahrnehmung trotzdem viel von ihrer Umwelt wahrnahmen, mit dem Schmecken, Riechen und Tasten. Sie verstarb am 24. Oktober 2021 im Alter von 81 Jahren. Schon sie stellte sich zu Lebzeiten die Frage, wie gestaltet man eigentlich einen Garten, in dem taubblinde Menschen sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch selbstständig bewegen und orientieren können. Der Taubblindendienst hat hinsichtlich dieser Frage in über 25 Jahren vielseitige Erfahrung gesammelt. Dazu dient das Wegesystem mit unterschiedlichem Wegebelag. Der Hauptweg ist mit rotem Kies ausgelegt, aber es gibt auch einen Mulchpfad, einen Kiefernnadelpfad, Wiesenwege, Rollkies und verschiedenes andere. Ein weiterer Punkt ist der Handlauf. Knapp 900 Meter Handlauf leiten hier durch das Gelände. Und an dem Handlauf sind 5 verschiedene Orientierungszeichen angebracht. All dies ist notwendig, aber doch nur Mittel zum Zweck. Der besteht darin, dass die taubblinden Menschen den Garten mit ihren verbliebenen Sinnen bestmöglich erleben und genießen können. Auch dafür folgt der Taubblindendienst einem in 25 Jahren bewährten Prinzip. Hier in dem Garten gilt nicht die Größe der Blüte und die Intensität der Farbe, sondern der Garten ist angelegt nach der Architektur der Düfte und der Harmonie der Düfte. Die Pflanzen duften aber sehr unterschiedlich. Es gibt Pflanzen, die von selber ihren Duft verströmen. Es gibt Nachtdufter und es gibt die Pflanzen, die nach Berührung erst ihre Düfte entfalten. Diese verschiedenen Pflanzenarten werden in wechselnder Folge kombiniert, wobei die Gärtner auch darauf achten, dass die Dufteindrücke nicht zu intensiv sind. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre ist der botanische Blindengarten erheblich gewachsen. Etwa 1300 verschiedene Spezies werden hier derzeit kultiviert. Zeit, sich Gedanken um die künftige Gestaltung zu machen. Und das bedeutet, wir müssen überlegen, wie wir manche Flächen in der Intensität behalten, andere Flächenpflege extensivieren, damit das Gelände verantwortlich in der Zukunft auch gepflegt werden kann und schön erhalten bleibt. Ausgangspunkt der Aktivitäten in Radeberg war im Übrigen die eingangs erwähnte Villa. Sie diente einst als Entbindungsklinik und ist deshalb als Storchennest bekannt. Heute beherbergt sie das Gästehaus des Taubblindendienstes, in dem taubblinde Menschen aus ganz Deutschland eine erholsame Zeit verbringen können. Auch das geht auf Ruth Zacharias zurück, die als 10-Jährige erblindete und sich bereits zu DDR-Zeiten für taubblinde Menschen engagierte. Das Gästehaus soll nun in den nächsten Jahren ertüchtigt und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Das war unsere Regionalzeit für den westlichen Teil der Lausitz um Kamenz, Großröhrsdorf und Radeberg. Die nächste Sendung folgt wieder in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.